Ja, hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich dir einen kleinen, aber feinen Kurzbefehl für macOS. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Immer wieder kommt es hervor, dass man bestimmte Dateien in einen bestimmten Ordner speichern muss. Ja, und da gibt es dann natürlich zwei Möglichkeiten oder natürlich noch mehr, aber so zwei gängige Möglichkeiten. Entweder man markiert die Dateien und schiebt die dann in einen Ordner, den man erstmal mühsam durchklicken muss und natürlich finden muss. Oder man hat diesen besagten Ordner hier in der Seitenleiste im Finder griffbereit, was man nicht unbedingt haben möchte. Also ich zumindest will hier in der Seitenleiste nicht alles vollgeklatscht haben mit den Ordnern, die ich ständig brauche. Das wären einfach viel zu viele. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die eigentlich ganz elegant ist. Einfach die Dateien markieren, dann oben über die Menüleiste den Kurzbefehl ausführen, den man eben braucht, Dateien in Rechnungen bewegen, wenn diese Dateien zum Beispiel in den Rechnungsordner landen müssen. Ja, und dann klicke ich da drauf. Und zack, die Dateien sind hier weg und dort im Rechnungsordner gelandet. Und wie das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Es ist super einfach einzurichten. Du brauchst nur drei Aktionen in der App Kurzbefehle. Für die, die schon ein paar Kurzbefehle hier mitverfolgt haben, die wissen, wovon ich rede. Wenn du denkst, was Kurzbefehle, Aktionen, wovon redet der Typ eigentlich? Du wirst es jetzt gleich sehen. Wechsle einfach mal zur App Kurzbefehle. Das findest du entweder in deiner App-Übersicht, ich habe sie hier in der Menüleiste, so sieht es dieses App-Icon aus. Und dort findest du einen Plus-Button, um einen neuen Kurzbefehl für macOS herzustellen. Und den klicke ich einfach mal an. Ja, und es öffnet sich hier so ein Fenster und dann kann ich eben einen Kurzbefehl erstellen. Dem Ganzen gibst du natürlich einen Namen, sodass du das Ganze auch eben dann später oben in der Menüleiste wieder finden kannst. Das nenne ich jetzt einfach mal Datei in XY-Ordner bewegen und bestätigt das Ganze. Du kannst natürlich hier das Icon noch anpassen, die Farbe und so weiter und so fort, ist aber jetzt nicht wichtig. Damit dieser Kurzbefehl oben in der Menüleiste angezeigt wird, musst du eine Option hier aktivieren. Und zwar findest du das oben rechts auf dem i-Menü und dort kannst du die Option in Menüleiste anpinnen, aktivieren und dann erscheint dieser Kurzbefehl dort oben. Die erste Aktion, die du jetzt brauchst, ist eine Aktion, die es dir erlaubt, dass macOS bzw. der Kurzbefehl erkennt, dass du gerade Dateien im Finder markiert hast. Also nicht kopiert, sondern einfach nur markiert. Ja, und dazu wechselst du hier über dieses Symbol auf die Aktionsübersicht und suchst hier einfach mal nach Datei. Und dort findest du in dieser Liste die Aktion ausgewählte Dateien im Finder abrufen. Diese Aktion einfach per Doppelklick hier nach links in das Aktionsfeld reinbringen. Ja, und das erlaubt dir schon mal die erste Möglichkeit. Zweite Aktion. Alle Dateien, die jetzt übergeben werden, müssen jetzt nacheinander in einem bestimmten Ordner landen. Und damit das funktioniert, brauchst du eine Wiederholungsaktion. Ja, dann gehst du hier eben rein in die Suche und gibst mal Wiederholen ein. Und brauchst hier die zweite Aktion, nämlich wiederholen mit jedem. Das auch per Doppelklick anklicken und es landen hier so zwei Aktionsblöcke drin. Das eine ist der Start, das bedeutet den Start und das andere steht für das Ende. Ja, und mit jeder Datei, die hier automatisch schon richtig als Variable eingefügt wird, ne, von der vorherigen Aktion, mit jeder Datei soll jetzt was passieren, nämlich in einem von dir ausgewählten Ordner landen. Ja, und wie geht das? Dazu gibst du in der Suche einfach mal Ordner ein und dort brauchst du dann die Aktion Datei bewegen. Und diese Aktion jetzt nicht einfach anklicken, sondern hier schön reindroppen in dieses Aktionsfeld zwischen den Aktionen. Und dann passt das Ganze auch schon mal bis auf den Ordner. Denn standardmäßig wird das in Ordner Shortcut abgespeichert. Und das kannst du einfach anklicken und entsprechend abändern, so wie du das Ganze brauchst. Jetzt nehme ich hier einfach mal meinen Testordner, öffnen. Und damit ist das schon mal soweit angepasst. Wenn du das Ganze hier noch mit mehr Anzeigen ausklappst,
dann kannst du hier noch aktivieren, ob eine vorhandene Datei ersetzt werden soll oder nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so und damit ist dieser Kurzbefehl auch schon fertig. Wenn du jetzt mehrere Ordner hast, wo du mal schnell für den Schnellzugriff brauchst, dann kannst du einfach mehrfach diesen Kurzbefehl anlegen und genau gleich entsprechend einstellen, nur entsprechend den anderen Ordner auswählen. Das ist so die einfachste Variante. Es gibt noch eine andere Variante, aber die braucht ein bisschen mehr Bastelei hier in Kurzbefehle. Ich denke, damit funktioniert es auch. Ja, und nun findest du eben genau diese Aktion oben in der Menüleiste unter diesem Kurzbefehl-Icon. Dort findest du dann diesen Kurzbefehl Datei in XY-Ordner bewegen. Ja, und das funktioniert natürlich nur, wenn du Dateien markiert hast. Ja, und damit sind wir auch schon angelangt am Ende von diesem Video. Aber bleib dran, denn ich habe hier noch was. Ich habe mir jetzt, wie im letzten Video angekündigt, mir von dem Erlös, also ein Teil von dem Erlös, hier so ein HomePod Mini geholt. Ich wollte mir eigentlich den HomePod, den großen, holen, habe aber dann aufgrund von verschiedenen anderen Reviews gemerkt, das wäre einfach nur Geldverschwendung. Das wäre einfach nichts für mich. Aber dieser Mini kann alles, was der Große kann, bezüglich Kurzbefehle. Und das war auch der Grund, warum ich mir diesen geholt habe. Denn ich will ja da so die eine oder andere Frage noch beantworten, die zum Teil vor Monaten gestellt wurde, ob man nicht das ein oder andere mit so einem HomePod Mini machen kann oder generell mit einem HomePod mit Kurzbefehle. Und da bin ich gespannt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.